Ein Jahr ist es her. Hallo meine lieben Trusty, wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ich würde sagen, einfach zu einem Video, wo ich einfach mal quatsche. Ich werde jetzt einfach nur am Stück quatschen. Und zwar, ja, heute vor einem Jahr bin ich in die Schweiz gekommen. Oder ist es gelogen? Ich bin am 30. November in die Schweiz gefahren. Habe aber am 1. Dezember meinen Job in der Schweiz angefangen damals. Ein Jahr ist es her und ich muss sagen, keine Ahnung, wie schnell dieses Jahr einfach vorübergegangen ist. Wie im Flug. Und das Jahr hatte natürlich Höhen und Tiefen. Und ich möchte das mal kurz Revue passieren lassen, ob ich mich überhaupt hier wohlfühle, bleibe ich überhaupt in der Schweiz, will ich zurück nach Deutschland. Ja, das möchte ich jetzt einfach hier mit euch mal in einem Video, also mit euch besprechen nicht, aber ich möchte euch mal von meinen Gefühlen erzählen, wie das Jahr für mich war und ja, das alles in diesem Video. Ja, heute vor einem Jahr habe ich dann meinen Job als Social Media Managerin angetreten und ja, der Job kam ja auf mich zu und ich dachte, ja, also mein Freund war ja schon länger in der Schweiz und ich dachte, ja, der Job klingt ganz interessant, ich versuche es mal, mein Hobby zum Beruf zu machen und dementsprechend bin ich auch dann wieder näher bei meinem Freund. Hieß dann aber auch, ich muss Freunde und natürlich auch Familie in Deutschland zurücklassen, was mir echt nicht leicht fiel. Ich hatte Angst, dass die Connection, dass die Freundschaft in die Brüche geht mit den ganzen Hinterbliebenen sozusagen, dass wir uns dann nicht mehr sehen können, weil die Distanz zu groß ist. Aber das, muss ich sagen, ist zum Glück nicht eingetreten und darüber bin ich sehr, sehr happy. Es funktioniert immer noch, klar. Ich habe jetzt ich muss manchmal größere Distanzen überwinden oder halt auch viele Distanzen alleine überwinden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns irgendwo treffen, habe ich halt meistens keinen mehr mit mir aus Zürich, dann irgendwo in irgendeinen Park fährt, wie jetzt zum Beispiel das Legoland, da muss ich dann halt alleine hinfahren. Aber das ist in Ordnung und ich bin trotzdem froh, dass das immer noch stabil ist, die Freundschaften, und dass das auf jeden Fall schon mal funktioniert hat. Das war nämlich eine Sorge. Natürlich die andere mit Familie, ja, wir sehen uns jetzt leider nicht mehr so oft. Ja, meistens halt so einmal im Monat, manchmal vielleicht öfter, aber ich versuche es einmal im Monat einzurichten, dass ich dann zu meinen Eltern fahre. Als ich noch die Wohnung hatte in Deutschland, habe ich dann noch zu Hause, also bei mir in meiner eigenen Wohnung gewohnt. Jetzt bin ich auf jeden Fall immer bei meinen Eltern, übernachte auch dort und das macht es dann halt auch einfacher, mehr Zeit mit den Eltern zu verbringen, weil man halt automatisch da übernachten muss. Ja, das waren so die Sorgen am Anfang. Ich habe auch am Anfang ja bei meinem Freund dann bei ihm gewohnt. Und das war auf jeden Fall klar zu dem Zeitpunkt, dass das auf jeden Fall nur vorübergehend ist, bis wir entweder eine Wohnung zusammenfinden oder halt ich zuerst eine Wohnung separat für mich alleine finde. Das ist hier in Zürich nicht ganz so einfach, Wohnungen zu bekommen, zu finden. Und ja, deswegen das, was zuerst kam, haben wir dann genommen, weil es ist tatsächlich so, dass wenn man in die Schweiz einreist als Job, man hat ein Jahr Zeit, um umzuziehen. Das heißt, ich hatte im Prinzip bis jetzt 1. Dezember 2023 Zeit, meinen ganzen Kram von Deutschland in die Schweiz zu bringen, ohne irgendwelche Zollgebühren zu bezahlen. Genau. Deswegen gab es das schon einen Zeitdruck. Und wie gesagt, es war nicht ganz so einfach, eine Wohnung zu finden, egal ob alleine oder zu zweit. Obwohl zu zweit noch ein bisschen noch schwieriger ist, weil wir da schon relativ hohe Ansprüche haben. Ja, dann habe ich angefangen zu arbeiten am 1. Dezember und ich dachte, ja wie gesagt, mache ich mein Hobby zum Beruf. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert, auch von beiden Parteien. Es hat nicht harmoniert, aber es war auf jeden Fall eine Experience, eine Erfahrung in meinem Leben, die ich auch so noch nicht hatte, denn ich war dann ab Ende Januar arbeitslos. Hatte ich, wie gesagt, so den Fall noch nicht, aber ich finde, man muss sich dafür nicht schämen, das zu sagen. Ich stehe jetzt auch im Nachhinein, also währenddessen habe ich
habe ich nicht auf Social Media veröffentlicht, als ich arbeitslos war, weil es mir auch tatsächlich sehr unangenehm war, das Thema. Aber jetzt spreche ich darüber. Und ja, es war 3 Monate. Ich war dann hier in der Schweiz. Man bekommt trotzdem finanzielle Unterstützung, da es ein Abkommen zwischen Europa und der Schweiz gibt. Das heißt, ja, ich war finanziell schon abgesichert, was das anging. Ich hatte natürlich keine Mietkosten hier in der Schweiz, weil ich bei meinem Freund wohnen durfte und musste mich natürlich währenddessen weiterhin bewerben. Das waren halt Voraussetzungen vom Schweizer Arbeitsamt, wie das auch in Deutschland ist, wenn man arbeitslos ist. Da muss man für gewisse Sachen erfüllen. Das habe ich auch getan und habe mich weiter fleißig beworben und verschiedene Vorstellungsgespräche gehabt. Und ja, und dann habe ich am 2. Mai angefangen. Am 1. Mai hat der Vertrag halt begonnen, aber da war ja Feiertag hier. Habe ich meinen neuen Job angetreten. Also wie gesagt, ich war fast 3 Monate arbeitslos und dann kam halt der Job. Und manchmal, das habe ich auch letztens gesagt in einem Post, manchmal bekommt man Steine in den Weg gelegt, um den richtigen Weg zu finden. Und das war halt das jetzt mit dem Job. Ich arbeite am Flughafen Zürich als Business Analytics Specialist bei einer Firma und ich könnte mich, glaube ich, nicht glücklicher schätzen, da zu arbeiten. Es ist super vielseitig. Es ist im Prinzip ein bisschen back to the roots, was ich auch dann vorher in Deutschland schon gearbeitet habe, aber noch mit wesentlich mehr Verantwortung, auch mit Projekten. Projektmanagement ist auch ein Teil. Also Business Analytics Specialist, da fragen mich viele, ja, was machst du denn eigentlich? ich versuche es so ein bisschen zu erklären. Also ein Teil von meinem Job ist die Analysen von verschiedenen Daten, Monatsabschlüsse und weiß der Geier. Also so viele verschiedene Daten muss ich analysieren und das mache ich in Power BI. Das habe ich mir damals bei DHL, wo ich in Deutschland gearbeitet habe, selbst beigebracht und auch, muss sagen, bin mittlerweile schon ganz gut da drin, wenn ich mal so selbst loben darf. Und das habe ich jetzt in die Firma mit eingebracht, das gab es vorher so nicht. Und ja, mit meinem Know-how versuchen wir halt viele Sachen zu automatisieren. Und das klappt schon ganz gut, aber es ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel zu tun in die Richtung. Und ein anderer Teil meiner Stelle ist halt das Projektmanagement mit verschiedenen Projekten. Das heißt, es ist auch sehr vielseitig. Ich muss mit vielen verschiedenen Menschen in Kontakt treten und auch für viel Verantwortung natürlich. Ja, das ist, muss ich sagen, schon sehr challenging. Vor allem aktuell weiß ich gar nicht, wohin mit meiner, also wo ich meine Zeit noch herbekomme. Mein Tag könnte 48 Stunden haben und den Spagat zwischen Arbeit, Social Media, Freunde, Freund und Familie ist aktuell sehr schwierig zu meistern. Aber ich bin da sehr froh, dass mein Freund und auch meine Familie da sehr verständnisvoll sind und mich da unterstützen. Ja, also wie gesagt, ich bin super happy mit dem Job. War jetzt ja auch vor kurzem in Dubai auf Geschäftsreise. Und ja, verstehe mich mit allen Kollegen gut. Und ja, ich könnte nicht glücklicher sein. Deswegen habe ich auch gesagt, also vielleicht musste es so kommen, dass ich erst den einen Job antrete, ihn nicht bekomme. Und dann halt kam halt der Job und ja, der passt wirklich wie Faust aufs Auge. Und ja, ich freue mich da, mich noch weiter drin zu entfalten, mich weiterhin zu entwickeln. Es werden auch wieder ruhigere Zeiten kommen, da bin ich mir sicher, vor allem nächstes Jahr dann. Aber dennoch gehe ich sehr gerne zur Arbeit, das kann man ja auch nicht immer sagen. Also ich habe jetzt nicht so einen Tag, wo ich denke, oh, also klar, man natürlich denkt man morgens mal, oh Gott, ich würde jetzt so gerne mal ausschlafen oder irgendwie sowas. Aber ich hatte noch nie den Gedanken, wo ich gesagt habe, boah, nee, jetzt muss ich zur Arbeit und oh, ich habe gar keinen Bock auf die und die Person. Oder ich sitze dann im Büro und denke mir, oh, erst 14 Uhr, ich muss noch bis 17 Uhr hier sitzen und gar keinen Bock und keine Ahnung. Das hatte ich eigentlich nicht. Das hatte ich bei meiner vorigen Position des öfteren Mal oder in meinen Positionen, die ich mal hatte, auch in Deutschland. Da war ich nicht immer ganz so happy. Jetzt bin ich es. Und ja, ich hoffe, das geht so weiter natürlich. Also toi, toi, toi. Aber
das macht es dem Ganzen schon einfacher. Also ich habe ja gesagt, ich hatte viele Sorgen und Ängste, was Freunde angeht. Natürlich ist man im neuen Land, man muss sich an die Kultur gewöhnen. Ja, die sprechen hier auch Deutsch, Schweizerdeutsch, nicht immer ganz verständlich. Aber es ist trotzdem eine andere Kultur. Und an die muss man sich halt auch gewöhnen und anpassen. Ja, ihr wisst, dass ich dann jetzt hier meine neue Wohnung habe. Das war auch so ein Akt. Ich habe dann natürlich, als ich einen neuen Job angefangen habe, dann ein paar Wochen später angefangen, wieder Wohnungen zu suchen. Wir auch zusammen, weil viele haben gefragt, warum wohnt ihr denn nicht zusammen, dann wieder zusammen? Wir haben halt beides gesucht, entweder ich alleine oder halt zusammen. Und die Wohnung, in der ich jetzt wohne, die kam halt zuerst und die habe ich dann direkt angenommen, weil die auch super schön ist von der Lage her zur Arbeit. Die Verbindungen sind super, die Größe ist ideal für mich und ja, ich bin richtig happy auch mit der Wohnung. Also da hatte ich auch wieder einen Glücksgriff und ja, das freut mich dann auch sehr. Und das macht es halt dann auch einfacher, wenn man auswandert in ein neues Land, alles ist unbekannt, man weiß nicht, was passiert. Und irgendwie hat es dann doch wieder, ist alles in die richtige Richtung gelaufen. Jetzt aktuell ist es, wie gesagt, noch ein bisschen sehr stressig. Aber das wird sich auch wieder legen und es werden auch wieder ruhigere Zeiten kommen. Mit meinem Freund läuft es immer noch super. Wir haben ja mittlerweile schon alles durch. Wir sind ja seit 8 Jahren zusammen. Wir haben zusammen gewohnt. Wir haben eine Fernbeziehung gehabt. Wir haben wieder kurzzeitig zusammen gewohnt in seiner Wohnung. Erst wo ich hier in der Schweiz war und jetzt wohnen wir wieder auseinander. Das macht uns gar nichts. Also wir sind da mittlerweile so flexibel und können mit der Situation super umgehen. Ich weiß, wir führen nicht die vorgeschriebene Beziehung, wie sie irgendwo mal definiert wurde, keine Ahnung. Für mich gibt es keine vordefinierte Beziehung, wie sie aussehen muss. Jeder sollte seine Beziehung so führen, wie er das möchte und wie man als Paar glücklich ist. Und das denke ich mir so. Und ich bekomme viele Nachrichten und Fragen und zum Thema Beziehung, warum wir das so machen, warum das so ist. Akzeptiert es doch einfach. Wir sind glücklich mit unserer Beziehung, sonst wird sie ja auch nicht seit 8 Jahren halten. Und ja, jeder muss... Das war jetzt meine Haarklammer. Jeder muss schauen, wie er seine... wie man eine Beziehung führt miteinander. Das muss man halt selbst für sich definieren. Bleibe ich in der Schweiz? Also ich glaube, dass die Frage erübrigt sich. Ne? Also ich habe ja gesagt, ich bin hauptsächlich auch wegen meinem Freund hergekommen. Und es läuft immer noch super. Wir planen natürlich auch eine gemeinsame Zukunft, auch irgendwann auch wieder zusammen zu wohnen. Also es ist jetzt nicht, dass wir für immer getrennt wohnen bleiben. Aber jetzt haben wir halt genügend Zeit, um was Neues zu finden, was halt auch für uns passt. Ja, also ich denke, ich werde in der Schweiz bleiben für die nächsten Jahre auf jeden Fall. Kann ich mir aktuell vorstellen, zurück nach Deutschland zu gehen? Natürlich, also aktuell würde ich es halt nur für Freunde oder Familie tun. Die Distanz zu meinen Eltern ist schon groß und wenn irgendwas wäre mit meinen Eltern, wäre ich halt nicht direkt in 20, 30 Minuten da. Da müsste ich halt erstmal, wie gesagt, entweder einen Flieger nehmen oder halt mit dem Zug fahren und das würde halt ein bisschen dauern. Das ist halt so das Einzige, wo ich mir immer so ein bisschen Gedanken mache, dass mit meinen Eltern, die sind halt auch nicht mehr die Jüngsten. Ansonsten finde ich, Freundschaften kann man auch über Distanzen halten. Das habe ich jetzt bewiesen über ein Jahr. Man braucht nicht unbedingt sich, also ich sehe ja Brina öfter als mein Freund, muss man ja auch mal fast dazu sagen. Wir treffen uns halt irgendwo ja. Ich finde, Freundschaften halten auch, also wenn es richtige Freundschaften sind, halten sie auch lange Distanzen aus und auch mal Zeiten, wo man vielleicht nicht so kommunikativ ist miteinander. Aber wenn man sich dann wieder trifft oder miteinander schreibt, ist es, als wäre nichts gewesen. Und das ist halt, was ich unter wahren Freundschaften verstehe. Ja, also mir geht's richtig gut hier in der Schweiz. Ich bin sehr happy und ja, ich hoffe, es geht so weiter. Es war einfach jetzt nur so ein Jahr Schweiz zusammenfassend, was ist so passiert, ja, wie geht's weiter? Ich werde natürlich erstmal hier wohnen bleiben, ich werde weiter arbeiten und ja, nächstes Jahr steht auf jeden Fall auch ganz tolle, besondere Sachen an
auf die ich mich sehr freue. Und ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, das Video fandet ihr jetzt interessant oder hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.